Heute müssen wir uns unbedingt über den Mietspiegel, den qualifizierten Mietspiegel, unterhalten. Stattessen hat einen neuen rausgebracht, der ist rückwirkend zum 1.8. gültig geworden. Damit hat die Stadt, ich glaube, vom 1.3. bis zum 1.8. überhaupt keinen gehabt. Hat wohl länger gedauert, die Daten auszuwerten und zu erstellen. Aber diesen Mietspiegel darfst du auf gar keinen Fall verwenden, wenn du neu vermietest. Der Mietspiegel ist an und für sich qualifiziert. Aber was heißt das genau? Ich habe dafür hier die Seite offen. Stattessen beschreibt selber, was sie gemacht haben. Es wurden Eigentümerinnen von ca. 10.000 Mehrfamilienhäusern erst im Januar dieses Jahres, 2020, angeschrieben, mit der Bitte, sich an der Befragung zum neuen Mietspiegel zu beteiligen. Dann geht es noch weiter. Die Datenerhebung war grundsätzlich als Online-Formular angelegt. Dabei wurden unter anderem auch Informationen zur Ausstattung der Wohnung, des Gebäudes, zur Miethöhe und zur Mietfrage erhoben. Diesen Link oder diese Umfrage haben wir natürlich auch gekriegt. Hundertfach. Ich habe den auch ausgefüllt. Nicht hundertfach, aber mehrfach. Ich habe den ausgefüllt mit dem Ausschlag nach da und nach da. Ich habe irgendwie Wohnung genommen im tiefsten Kanab, für die, die nicht so in Essen affin sind. Das ist ganz im Norden. Essen wird im Prinzip durch die A40 geteilt. Je südlicher, umso gehobener, umso besser. Je nördlicher, umso einfacher die Wohnlage. Ich habe irgendwie im tiefsten Norden was genommen und habe eingegeben, 15 Euro kalt und irgendwie 4 Euro nochmal Nebenkosten mit Heizkosten inklusive. Hat er geschluckt. Ich habe auch ganz im Süden was genommen, habe ich da, ich glaube, irgendwie 3,50 Euro eingegeben, hat er angenommen. Ich habe das auch mehrfach probiert, um zu sehen, ob das nun ein Fehler ist oder nicht. Ich habe jedes Mal die Daten, wenn die vollständig waren, also wenn ich alle Häkchen gemacht habe, wenn ich alles angegeben habe, was also Pflichtfelder waren, wurden die Daten immer mit angenommen. Das heißt, wie gut ist die Datenqualität? Ich habe schon dafür gesorgt, dass die nicht mehr so gut sein kann. Ich weiß auch nicht, ob die hingehen und dann solche Extrempunkte vielleicht cutten und sagen, das ist zu weit aus der Range, das kann nicht passen. Weiß ich nicht. Aber ich habe natürlich auch ein paar richtige Angaben gemacht, die sind auch mit in den Werten drin. Das Ding dabei ist, der Hauptgrund, warum ich mich an der Vergleichbarkeit und an der Realistischkeit oder an der Ernsthaftigkeit dieses Mietspiegels, dieses qualifizierten Mietspiegels zweifle, ist, der guckt auf Angaben, von freiwilligen Angaben, von freiwilligen Leuten, und die werden nicht plausibel geprüft, die werden überhaupt nicht geprüft. Es steht weiter im Text, dass wohl auch versucht wurde, über 1000 Einheiten persönlich zu befragen. So bei 12,5 Anfragen heißt das aber, dass ich 90% mindestens Datenmüll haben könnte. Ne? Ungeprüft drin. Das andere ist dabei, wer gibt denn seine Daten ein? In der Regel sind es Leute, die entweder sehr zufrieden oder sehr unzufrieden sind. Also auch wieder die beiden Scheren, einmal die und einmal die Seite. Ist ja zwangsweise so, wenn mir das egal ist, wenn ich damit auch nichts zu tun habe und alles einfach nur laufen lasse, warum sollte ich mich da beteiligen? Also ich muss irgendeinen Impact haben, mich das Formular war dieses Jahr oder bei dieser Umfrage deutlich umfangreicher als in 2016. In 2016 waren es nicht mal ein Drittel der Fragen. Jetzt war es wirklich, glaube ich, auf 4 Seiten dieses Formular und wirklich sehr, sehr ausführlich und detailliert. Die Chance, dass man es abbricht, wenn man es nur so ein bisschen machen möchte, ist sehr, sehr hoch. Da heißt ja natürlich die erste Frage, die Qualität der Daten. Wie wurde die bestimmt? Wurde die bestimmt? Wurde die geprüft? Wurden meine zum Beispiel rausgefiltert? Ich hoffe. Ich hoffe es sehr. Das ist für mich die Kernfrage. Und das zweite ist, der Grundsatz dieses Mietspiegels, dieses qualifizierten Mietspiegels, ist einfach, zumindest für Neuvermietungen, absoluter Nonsens. Denn was mache ich? Ich gucke mir Bestandswohnungen, Bestandsmiete an von Mietverträgen, die vielleicht auch schon, wir haben auch welche mit diesem kleinen grauen Buch aus den 60er Jahren.
Die gucke ich an und vergleiche ich. So, jetzt weiß ja jeder, normalerweise ist es so, eine Wohnung wird fertig gemacht, wird fertiggestellt, vermietet. Solange die vermietet ist, mache ich kein neues Bad rein. Heizungsart, ja, vielleicht, aber auch nur mit viel Aufwand. Wenn ich Nachtspeicher rausschmeiße und dann zum Beispiel eine neue Heizung reinmache, das ist viel Dreck, viel Aufwand. Das wollen die meisten Mieter nicht. Das heißt also, ich habe einen Stand X, der ist ziemlich, nicht eingefroren, aber der ist ziemlich stabil, ziemlich starr. Diesen lebe ich weiter. Das heißt also, Veränderungen in der Ausstattung sind nur noch marginal, finde ich, statt. Das zweite ist, Veränderungen in der Kaltmiete sind auch nur marginal. Warum? Das hast du einmal vermietet. Du hast erstmal die Miete eingefroren. Dann müssen größere Sprung passieren. Dann hast du das Problem mit der Kappungsgrenze. Mittlerweile wurde auch Kappungsgrenze von 20 auf 15% runtergesetzt. Das heißt also, selbst wenn ich ein Gap habe, komme ich nur sehr träge hinterher. So, jetzt nehme ich diese alten Mieten mit alten Standards, mit alten Verträgen, mit alten Vereinbarungen als das Nonplusultra? Nein, das geht nicht. Also das ist vielleicht aus meiner Sicht so, ja, wir machen mal eine Bestandsübersicht. Aber das hat ja nichts damit zu tun, wie eine Neuvermietung aussieht. Weil, was machst du bei einer Neuvermietung? In der Regel gehst du hin, du frischst zumindest das Bad auf, machst ein bisschen Fresh-Up, ein Facelift. Die Wohnung wird in der Regel neue Wände, neue Böden, neue Armaturen. Also du machst die einfach schick. So, das heißt, du hebst schon damit drastisch den Zustand von alt auf neu. Erhebst du schon mal deutlich ab. Und dann kommt noch dazu, dass du bei der Neuvermietung auch nicht wieder Kappungsgrenze hast. Das heißt, in Essen gibt es momentan keine Grenzen bei Neuvermietung. Das heißt, ich kann auch sagen, die Wohnung kostet jetzt den Preis X, den ich gerne haben möchte. Wenn ich jemanden finde, der bezahlt, dann habe ich einen Deal. Unsere Erfahrung ist, wenn eine Wohnung gefaceliftet wird, in vernünftigen Zustand gebracht wird, hast du immer mindestens 30% über den Mietspiegel bei Neuvermietung. Und die hast du ohne weiteres. Bei gefragten Stadtteilen wie Rüttenscheid hast du auch noch deutlich mehr. Teilweise 40, 50, 60. Wir haben im extremsten Fall fast 100%. Ne? Da vermietet man in der Regel selten nur 10 Euro. Mietspiegel kann aber in Rüttenscheid durchaus nur laut der Tabelle bei 6 oder 7 liegen. Ne? Also da ist so ein großes Loch dazwischen, was einfach systembedingt ist. Das kann ich keinem raten, diesen bei Neuvermietung anzuziehen. Wir haben eine Kompetenz in Neuvermietung. Wir vermieten, wir haben einen Auftrag für Deutschlands viertgrößten Vermieter. Vermieten wir zum Beispiel in Mahl eine ganze Siedlung, 2.500 Wohnungen vermieten wir. Wir vermieten im Ruhrgebiet im Bestand 100 Vermietungen machen wir im Jahr bestimmt. Das heißt, wir reden hier über ordentlich Stückzahlen. Wir haben das systematisiert. Wir versuchen, ein Stück Wohnraum immer gleich zu vermieten, gleich anzubieten, mit gleichen Kriterien ranzugehen. Wir haben da eine gewisse Kernkompetenz drin, absolut. Und ich kann nur dringend davon abraten, dass man den Fehler macht und das als Neuvermietung annimmt. Bei Bestandsmieten solltest du auch dringend diesen Spiegel außen vor lassen. Es gibt noch die Möglichkeit, ich sage absichtlich noch, momentan ist im Gespräch, ob man das fallen lassen sollte, die Vergleichswohnung heranzuziehen. Vergleichswohnung heißt, ich suche mir im nahen Umkreis vergleichbare Wohnungen, das heißt Ausstattung, Lage, möglichst identisch, die Größenähnlichkeit, Raumzimmer. Also das heißt, ich versuche möglichst diese Wohnung mit drei vergleichbaren Wohnungen im möglichst nahen Umkreis herzustellen. Und diese nehme ich dann als Begründung und als Grundlage für meine Mietanpassung. Damit bist du in der Regel auch 20%, 30%, vielleicht sogar 40% über den Mietspiegel. Momentan ist es noch zulässig. Wie gesagt, es wird darüber diskutiert, ob man diese Möglichkeit der Vergleichsmiete streichen soll, zumindest bei den Gemeinden, wo es einen Qualifizierten, wobei qualifiziert ist für mich absolut fehl am Platz. Das Ding ist geschätzt und gewürfelt, wenn überhaupt man das so sagen kann. Das heißt, wenn du die Chance hast, nutze das noch, bevor dir diese Option genommen wird und du halt mit diesen veralteten historischen Werten arbeiten musst, die
Aus unserer Sicht ein Stand von ungefähr 10 Jahren hinterhängen. 8 bis 10 Jahre hin ungefähr hinterher, je nachdem. Kannst jetzt natürlich, ist jetzt breit über die Masse gesprochen. Es gibt natürlich Stadtteile, das ist vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber der hängt echt Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt hinterher. Und das ist einfach ein Fehler am System. Meine Empfehlung, versuche immer, wenn es geht, den qualifizierten Mietspiegel außen vor zu lassen. Schaff deinen eigenen Markt. Vermiete nach dem, was dir zum Beispiel ImmoScout sagt. Es ist so einfach. Du gehst nach ImmoScout24, du sagst einfach, du suchst nach deiner Wohnung. Du sagst in der Straße, in der Größe, die Zimmer, der Balkon, alles, was du in Ausstellung hast, klickst du dir einfach durch. Und dann sagst du jetzt, such danach, im Umkreis von 1 Kilometer. Bam, du hast auf einen Blick den Durchschnittspreis, einen gefühlten Durchschnittspreis erstmal. Dann gehst du eine Anzeige drauf. Und da hast du selbst unten, also wenn du dich anmeldest, bei ImmoScout einen kostenlosen Account erstellst, sagt, der kostet dich gar nichts, du musst deine E-Mail-Adresse hinterlegen, du kriegst, wenn du es nicht uncheckst, diese Checkbox kriegst du von denen alle 6 Wochen Werbung, also irgendeine E-Mail, irgendeine Newsletter, ist kostenlos, mach's aus, wenn du es nicht willst. Dann hast du noch erweiterte Möglichkeiten zu gucken, dann kannst du auch so ein bisschen so einen Preistrend sehen, du kannst den Umkreis sehen. Das ist die Wahrheit. Das ist der Markt, nicht der Mietspiegel. Das heißt, wenn du es noch nicht hast, mach dir diesen kostenlosen Account, prüfe da, was deine Immobilie in der Lage mit der Ausstattung angeboten wird und dann weißt du genau, was der Marktwert deiner Immobilie ist, was du in der Miete verlangen kannst und sollst. Danach gehst du bitte und den Mietspiegel, den lässt du außen vor. Das ist der, wenn du hinterher bist, du hast lange Zeit vergessen, die Mieten anzuziehen. Und du hast halt die Gefahr, dass das Ganze vor Gericht kommt. Das ist nämlich der Vorteil von dem Mietspiegel. Der ist rechtssicher. Den zweifelt kein Richter an. Vergleichsmieten zweifeln in der Regel immer Richter an. Oder beziehungsweise die Beklagten. Und müssen nämlich halt dementsprechend vom Richter verfolgt werden, diese Einwände. Damit hast du mehr Diskussionsbedarf. Wenn du da deine Hausaufgaben aber richtig machst, brauchst du da auch keine Angst vor haben. Der Gesetzgeber hat diesen Weg für dich geschaffen. Nutz ihn auch bitte. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Glück bei der nächsten Mietanpassung und mal gucken, wie der nächste Mietspiegel ausfallen wird. Dieser war übrigens in Essen, ich glaube im Schnitt, ein Wachstum, also ein Anstieg von 10,2% median gerechnet. Mieten, wie Immobilienpreise, kennen nur eine Richtung und die ist wie immer nach oben. Ich wünsche dir viel Glück bei der Mietanpassung und alles Gute.